Und damit herzlich willkommen zurück zu Scene Talk, zu einem kleinen französischen Film namens Das Zimmer der Wunder. Und wie ich den Film fand, verrate ich euch natürlich wie immer nach dem Trailer. Hast du deine Arbeit zurückbekommen? Hab eine 3 in Mathe. Eine 3? Finde ich nicht so toll. Naja, der Durchschnitt lag bei 2. Das ist die Arbeit, entschuldige. Selbst am Wochenende. Hallo? Louis! Ihr Sohn liegt im künstlichen Koma. Er ist in einem kritischen Zustand. Ich bin jeden Morgen vor der Arbeit im Krankenhaus, dann in der Lagerhalle und sämtliche Spezialisten waren bei ihm. Ja, und wofür? Nichts ändert sich. Was ich vor dem Ende der Welt erledigen will, weil das vielleicht früher kommt als erwartet. Glaubst du wirklich, wenn du alles von dieser Liste machst, wacht er auf? Ich weiß es nicht, Maman. Glaubst du, ich bin verrückt? Ja, aber ich mag's. Was steht denn auf dieser Liste? Ein Graffiti in die Kaserne sprayen. Los, los! Hey, Jean! Mich bei Amara entschuldigen. Hallo, Amara. Louis will sich entschuldigen. Mein Skateboard von KGI in Tokio signieren lassen. Hallo? Sie sind nicht zufälligerweise in Asien? Nein, warum sollte ich? Ich bin bei der Arbeit. Lass Louis aufwachen. Wir werden kämpfen, Lulu. Ich hätte das alles gern mit dir geteilt. Du hast mir nie davon erzählt. Ist es meine Schuld, weil ich immer nur über Noten rede? Ich bin eine Mutter. Die machen sich immer Sorgen. Was ist sein nächster Wunsch? Siehst du diesen kleinen Punkt dort? Das bin ich. Erfahren, wer mein Vater ist. Der Kerl hat ein Recht zu erfahren, dass sein Sohn im Koma liegt. Du hast ihm nie erzählt, dass er einen Sohn hat. Denken Sie, ich kämpfe umsonst? Nein, es ist noch nicht vorbei. Du hast mir ein Zeichen gesendet, stimmt's, Lulu? In Das Zimmer der Wunder geht es um Thelma, gespielt von Alexandra Larry. Und sie hat einen Sohn, der, naja, doch relativ introvertiert ist. Er wird in der Schule gemobbt und kommt irgendwie gar nicht wirklich voran. Und bei einem Autounfall mit dem Skateboard fällt er ins Koma. Und seine Mutter findet daraufhin aber ein Tagebuch von ihm, liest dieses durch und sieht, dass da 10 Dinge drin sind, die er in seinem Leben unbedingt noch einmal erleben möchte. Und sie denkt sich, ey, mein Sohn liegt im Koma, mache ich doch einfach mal für ihn die Sachen, die er unbedingt selber mal erleben will. Und ich weiß, was ihr denkt. Also ich hoffe, ich weiß, was ihr denkt, weil setzt euch doch mal selber in die Fußstapfen dieses Jungen, wenn er wach wird. Der liegt im Koma und hatte einen schweren Autounfall, alles lief scheiße, in der Schule läuft's nicht, weil er keine Freunde hat und er will unbedingt diese 10 Dinge machen und dann wachst du auf und deine Mutter hat alle Sachen erledigt von dem, die du eigentlich machen wolltest und hat dann auch in deinem Heft die ganze Zeit Sachen abgehakt und rumgekrakelt. Und würden uns das gefallen, wenn das auf einmal jemand unserer Familie machen würde? Ich würde ehrlicherweise sagen, nein. Denn ich wäre richtig angepisst auf meine Mutter, die dann sagt, ey, fick dich, du hast mir gerade alle meine Sachen, die ich in meinem Leben eigentlich erleben wollte, alles kaputt gemacht. Und ich wäre ehrlich gesagt ziemlich angepisst. Der Film macht daraus eine ziemlich romantisierte Drama über eine Mutter, die ihren Sohn so sehr liebt, dass sie einfach die Sachen macht und ihn damit glücklich machen will, dass sie diese Sachen halt erlebt. Und ich weiß nicht, was sie denkt, aber ich glaube nicht, dass sie ihn damit am Ende wirklich glücklich macht. Vor allem in die ersten Wochen und Monate auf jeden Fall nicht. Da wird er wach werden und erstmal denken, Alter, du bist aber auch die beschissenste Mutter, die man nur irgendwie haben kann. Jedenfalls würde es mir so gehen. Und ja, der Film hat trotzdem seine schönen Momente, weil wir haben halt hier tolle Aufnahmen. Die taucht mit einem Wal, die fliegt nach Japan, um ein Autogramm zu beschaffen. Das sind auf jeden Fall Bilder, die brennen sich auch ein bisschen in den Kopf. Vor allem dieses Tauchen mit den Walen ist wirklich wunderschön gefilmt. Aber wenn der Film zu Ende ist und dieser Abspann über den Bildschirm bzw. über die Leinwand flimmert und ich habe den Film als Screener gesehen, deswegen über den Bildschirm flimmert, dann
hat man natürlich dieses Gefühl, okay, man hat jetzt hier zwar schöne Bilder gehabt und auch eine Mutter, die sich irgendwie um ihren Sohn kümmert, aber dann hat man einen Nachgeschmack von absoluter Naivität und auch Dämlichkeit, weil man sich dann einfach nur fragt, ey, das ist doch jetzt nicht dein voller Ernst. Also das kann doch nicht deine wirklich tolle Idee sein, die du hier jetzt wirklich Wochen und Monate lang ausarbeitest. Weiß ich nicht. Ich finde, das hinterlässt einen ziemlich negativen Beigeschmack und deswegen finde ich den Film auch ehrlich gesagt gar nicht so gut. Von mir bekommt daher das Zimmer der Wunder leider auch einfach nur 4 von 10 möglichen Punkten. Habt ihr den Film gesehen? Dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich weiß gar nicht, ob der Film in den Kinos wirklich gut läuft. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Aber naja, egal. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Haut rein und bye.